Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu meiner Seite gefunden habt. Heute gibt es ein richtig leckeres Dessert mit Brownie und mit Himbeeren von mir. Optisch sieht diese Nachspeise auch richtig toll aus und schmeckt auch richtig lecker. An Zutaten benötigt ihr frische Himbeeren, Zucker, Brownie, Schlagsahne, Sahnesteif, Vanillenzucker, Mascarpone und gefriergetrocknete Himbeeren zum Dekorieren. Die genauen Mengenangaben stehen wie immer unten in der Infobox. Als erstes müsst ihr die Himbeeren mit 2 Esslöffel Zucker in einen Topf geben und 3 bis 4 Minuten köcheln lassen. Bei Bedarf könnt ihr die Himbeeren mit einer Gabel noch zerdrücken. Während die Himbeeren dann abkühlen, könnt ihr die Brownies in der Zwischenzeit grob zerbröseln. Anschließend könnt ihr die Sahne mit Sahnesteif und Vanillenzucker steif schlagen. Ihr solltet die Hälfte der Sahne in den Spritzbeutel füllen und bis zur Verwendung kühl stellen. Nun könnt ihr die Mascarpone cremig rühren und die übrige Sahnehälfte mit einem Esslöffel Zucker noch dazugeben. Ihr könnt mit den Brownies, mit den Himbeeren und mit der Mascarpone-Creme die Gläser schichten. Die Zutaten reichen normalerweise für 6 Dessertgläser aus. Ich habe für das Video allerdings 4 große Gläser genommen. Zum Dekorieren könnt ihr zum Beispiel gefriergetrocknete Himbeeren verwenden. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Rezepte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!